Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kollegen, werte Gäste. Der vorliegende Entwurf zu dem Berliner Energiewende- und Klimaschutzgesetz ist wichtig und nötig und grundsätzlich zu begrüßen. Aber wie meine Kollegen von der Opposition bereits richtigerweise bemerkt haben, fehlt es dem Entwurf weitgehend an verbindlichen und überprüfbaren Zielen. Die gibt es tatsächlich nur bei den CO2-Emissionen. Und damit bleibt das Gesetz leider weit hinter dem zurück, was der Bund bereits vorgelegt hat, weil im Bund haben wir klare Ziele für den Anteil erneuerbarer Energien im Strom- und Wärmebereich, auch im Transport- und Verkehrssektor, klare Ziele für die Senkung des Primärenergieverbrauchs und Bedarfs, für die Senkung des Strom- und Wärmebedarfs, und für die Rate der energetischen Modernisierung von Gebäuden, sowohl der öffentlichen als auch privaten. Und davon findet sich hier im Gesetz einfach nichts. Und mit solchen Zielen wäre es einfach auch klarer, wie denn diese Klimaschutzziele eigentlich erreicht werden sollen. Das könnte man auch reinschreiben, nämlich durch Energiesparen, Erhöhung der Energieeffizienz, Entwicklung erneuerbarer Energien und eines nachhaltigen Verkehrs. So schwierig ist es doch eigentlich alles gar nicht. Und warum es jetzt im Gesetz so an quantifizierbaren Zielen mangelt, führe ich jetzt mal wohlwollend darauf zurück, dass der Senat noch auf die Empfehlung der Enquetekommission warten möchte und nicht darauf, dass er sich nicht zutraut, klare Ziele zu setzen, weil er befürchtet, diese nicht erreichen zu können. Weitere Defizite im Gesetz betreffen noch die Einbindung von Akteuren aus der Gesellschaft. Da ist zwar einiges zu drin, was die Wirtschaft da tun soll, wie sie sich selber verpflichten soll, aber wie des Weiteren Verbände, Wissenschaft oder private Bürger noch beteiligt werden sollen, da findet sich eher wenig. Und wir wünschen uns, dass dieses Gesetz konkret auch die Rahmenbedingungen für die in der Energiewende engagierten Bürger verbessert. Und da kann man sicherlich auch noch sehr viel mehr tun, weil die zahlreichen Initiativen, Energiegenossenschaften, Bürgerwindparks, Investitionen in die energetische Modernisierung oder der eigenen Immobilien, all das sind Dinge, ohne die die Energiewende nicht zu haben ist. Das Ganze ist auch wichtig, ein breites Einbeziehen der Bürger ist wichtig für die Akzeptanz der Energiewende. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist nur ein Rahmengesetz, frage ich mich, warum denn dann so konkrete Dinge wie Verbot elektrischer Direktheizungen drinstehen. Das gehört dann tatsächlich auch nicht rein, sowas. Also das passt alles nicht wirklich zusammen. Zusammengefasst, das Gesetz ist ein begrüßenswerter erster Schritt, muss aber dringend verbessert werden. Und die Verbesserung sollte aus unserer Sicht vor allem auf den Vorschlägen und Empfehlungen der Enquetekommission basieren, deren Endbericht dann nach gegenwärtiger Planung im November vorliegen wird. Vielen Dank.